Irgendein Steak. Super hot. Super hot. Wurde das hoffentlich durchgebraten wenigstens. Aber es ist schon ein bisschen, es sieht ein bisschen schimmlig aus. Naja, wird schon gut gehen. Ich stell mal noch hier so ein Küchlein an den Tresen. Das macht sich gut neben der Tasse, oder? Das ist so amerikanisch. So stelle ich mir amerikanische Steiner vor. Man sitzt hier im Tresen, hat eine Tasse Kaffee und irgendeinen Kuchen, der echt lecker aussieht, aber wahrscheinlich nicht essbar ist, weil er schmeckt wie Pappkarton mit ganz viel Zucker. Aber genau, so ungefähr, so muss das sein, finde ich. Die NPCs in dem Spiel sind einfach unheimlich, oder? Stehen da, starren einen an, machen nix, tun nix, können nix, wollen nix. Sie stehen einfach nur da. Seelenlose Hüllen. Ich meine, sind sie ja auch wirklich. Aber das Spiel sollte so tun, als wären sie es nicht. Eigentlich. Das Spiel sollte mir doch vorgaukeln, dass sie das nicht sind. Tja. Mann, bin ich froh, dass ich die PC-Version von Fallout 4 habe. Dann brauche ich nicht komische Glitches. Ja, ja, ich, wirklich, wenn die Vault, wenn in das Bauen dieser Vault nicht schon hunderte von Stunden geflossen wären, dann würde ich eher am PC oder auch der Xbox jetzt meinetwegen nochmal neu anfangen, ehrlich gesagt. Aber ich will das alles nicht aufgeben. Andererseits ist, glaube ich, auch nur deswegen so viel Zeit in diese Vault geflossen, weil ich so viel mit Glitches rumarbeiten musste. Insofern, aber irgendwie kommt ja auch die Kunst aus der Beschränktheit. Also, mit dem, was man hat, das Beste zu machen, ist ja auch was wert. Wenn man alle Möglichkeiten hat, dann der Weg ist das Ziel. Aber ich habe da schon wieder ein schwebendes Glas gesehen, leider. Das ist nicht gut. Das Savegame einfach exportieren. Ja, wenn du mir noch sagen kannst, wie ich es schaffe, das PlayStation 4 Savegame zu exportieren. Und dann auf dem PC, ich weiß nicht, geht das? Ich glaube nämlich nicht. Das ist das Problem. Wo ist mein Cheat-Stempel? Und ein Spiel, das ich zurzeit jetzt auch wieder sehr viel spiele, das ich wiederentdeckt habe, ist Slay the Spire. Das habe ich im Grunde aufgehört, als der dritte Charakter gerade ganz neu war. Naja, komm, da guck ein bisschen Tisch durch, das ist okay. Und habe es jetzt wieder angefangen, wo es schon den vierten Charakter gibt. Und das ist einfach gut. Das ist schon mein Lieblings... Hä? Was? Was ist los? Schon so ziemlich mein Lieblings-Deck-based, rundenbasierendes Strategie-Roguelite. Ist schon komisch, ne? Diese Karten-Deck-basierenden Roguelites, die sind plötzlich aus dem Boden geschossen, wie sonst noch was. Überall plötzlich. Überall waren diese Karten, diese Deck-basierenden Roguelites. Ich meine, ich finde es ja cool, weil da sind viele davon echt gut. Aber die sind plötzlich auf einmal, gab es da eine Riesenwelle. Und Slay the Spire ist, finde ich, schon eins der besten. Das macht mir echt immer noch sehr viel Spaß. Sehr viel Spaß macht das. Super. Super hot ist das Spiel. Dabei ist das, finde ich, optisch hässlich. Eins der hässlichsten. Also ich finde gar nicht optisch. Ich finde den Stil schon in Ordnung, aber die Animationen sind halt im Grunde nicht vorhanden. Im Endeffekt sind das halt 2D-Sprites, die sich mit so ein bisschen Flash-animationsmäßig irgendwie so ein bisschen verformen oder leicht bewegen. Also hübsch ist es nicht. Aber gut, das ist ja auch nicht schlecht. So im Kontrast zu super hot, das so super stylisch ist, verblasst Slay the Spire da schon sehr.
Aber es ist halt einfach ein Magic mit einer zufälligen Note. Das macht es halt cool. Hi, Desert Railgun. Falsche Reihenfolge. Ich kann gerade gar nicht richtig teilnehmen. Falsche Reihenfolge. Ach so, ich hätte nicht mit Fallout anfangen sollen. Ah, schade. Naja, doof. Jetzt verstehe ich. Weil wir noch ein paar andere Spiele auf dem Plan haben heute. Tjo. Ja, ich nutze jetzt wirklich diesen Special Stream, um ein paar Reihen, bei denen ich gerade echt nicht hinterherkomme, so ein bisschen aufzuholen. Deswegen müssen wir ein paar verschiedene Sachen spielen. Ich habe mir gedacht, ich fange mit Fallout an, weil da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Hab mir nichts dabei gedacht. So, muss an jedem Tisch, sollen wir an jedem Tisch eine Blumenvase stellen? Ich glaube, ich habe nicht genug Blumenvasen. Oder doch? Nee. Aber ja, okay. Aber hey, es ist auch kein Problem, weil alle Folgen, die jetzt hier in diesem Stream entstehen, landen ja auch auf YouTube. Über die Wochen verteilt quasi. Insofern ist es gar nicht schlimm. Du kannst alles nachholen, auch wenn du nicht live dabei sein kannst. Ich habe mir nämlich extra vorgenommen, damit da nicht so eine große Abweichung besteht, dass ich natürlich schon auch auf den Chat eingehe und mit dem Chat rede, aber dass ich auch sehr viel Monologe führe. Während der Chats jetzt, so wie ich das auch machen würde, wenn ich quasi die als Let's Play aufnehmen würde. Es ist so eine Fusion, die perfekte Fusion. Oh, da miaut meine Katze. Ich glaube, die hat irgendwas geträumt. Was ist denn los, Seldi? Die hat gerade ganz laut gequietscht plötzlich, ist aufgewacht und war so miau, 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 miau. Armes Kätzchen. Oder hat sie sich beschwert? Dass ich hier so Formate durcheinander bringe. Vielleicht hat sie, war das so ein Stream ist Stream und Let's Play ist Let's Play. Mensch, Mautzen. Kann auch sein. Weiß ich nicht genau. Irgendwo liegen hier noch ganz viele Messer und Gabeln rum. Ich weiß es genau. Ah ja, hier. Die muss ich wegräumen, weil die übersehe ich sonst. Die finde ich nie wieder. Messer. Ah ja, hier. Legen wir hier ein Messer neben das große Steak. Ich hätte so gehofft, ich hätte mir so gewünscht, dass die KI in dem Spiel ein bisschen mehr interagiert mit meinen ganzen Räumen und Möbeln und nicht einfach nur hauptsächlich eigentlich immer hier dasteht. Warum steht ihr immer alle hier? Was ist denn hier? Warum steht ihr immer alle hier? Und warum seid ihr alle so traurig? Wir haben hier die beste Vault der Welt. Ich meine, die ist noch ein bisschen karg eingerichtet. Er freut sich. Na, immerhin. Das sieht nicht sehr überzeugend aus, das Lächeln. Das ist eher so ein ja, schöne Vault. Lächeln. Naja, ich weiß schon. Aber ich bin ja dabei. Es wird ja alles wunderschön hier. Strong. Wenigstens du. Nein, er guckt mich nicht mal an. Doch. Strong ist, glaube ich, enttäuscht von mir. Ich gebe hier mein Bestes. Wartet, gebt mir halt noch ein paar Jahre Zeit. Noch ein paar hundert Folgen Let's Build. Und dann ist das hier eine wundervolle Vault voller Kleinigkeiten und schönem Schnickschnack und so. Geht halt nicht alles von heute auf morgen, Mensch. Diese NPCs immer. Ach ja. Ich bin echt immer noch. Ich meine, ich habe mir jetzt auch schon ein paar Spiele für die PlayStation 5 geholt und finde vor allem den PlayStation 5 Controller eben wirklich richtig toll. Das ist so die. Irgendwie ist wirklich, abgesehen von den SSD-Festplatten, die natürlich nice sind, ist eh ganz klar, aber das ist jetzt nicht wirklich die technische Revolution, ist der PlayStation 5 Controller das Einzige, was sich irgendwie wirklich nach so ein bisschen Next-Gen oder neuer Hardware einfach anfühlt. Was ein bisschen schade ist. Aber ich meine, der ist wenigstens echt super. Aber grundsätzlich bin ich vom Games Pass oder Game Pass heißt er, glaube ich, einfach nur Plural. Nicht Plural.
Singular bin ich schon sehr, sehr überzeugt immer noch. Das ist schon einfach ein Hammerangebot. Und da sind noch immer so viele Spiele drin, auf die ich mich echt schon freue, aber für die ich noch keine Zeit hatte. Aber vielleicht ist das jetzt nur am Anfang so und bald setzt der Netflix-Effekt ein. Da war ich am Anfang auch so, boah, so viel Serien, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann kommen auch noch ständig neue, es ist irre. Und dann nach so einem Jahr Netflix ungefähr, man schaut halt doch schneller Sachen weg, als neue dazukommen. Also mir geht's zumindest so. War ich dann schon an einem Punkt, wo ich so, ja, eher durch war mit dem, was mich wirklich interessiert. Dann habe ich noch ein paar Sachen geguckt, die mich gar nicht so richtig interessiert haben, wo ein paar Perlen dabei waren. Also schon gut, dass ich das gemacht habe. Aber jetzt gucke ich halt ab und zu noch, wenn wieder was Neues kommt, wenn wieder eine neue Staffel von der Serie kommt, die ich gucke. Aber na, am Anfang war ich, ah nein, Staubsauger, das ist jetzt gerade ungünstig. Kannst hier nicht losfahren, während ich hier streame. Ist er sehr laut? Wartet mal, wenn er richtig loslegt. Müsst ihr mir sagen, ob der sehr laut ist. Ich hoffe, der saugt jetzt nicht im Wohnzimmer. Nee, er fährt raus. Dann ist gut. Oh, Ramsi! Mein Gott, Ramsi, ich habe das total übersehen vor lauter Labern hier, vor 24 Minuten schon. Tut mir voll leid, dass ich das übersehen habe. Vielen Dank wirklich für die Spende, das ist ja voll irre, voll cool. Ey, und ich gucke überhaupt nicht hin, ich Trottel. Dankeschön, echt ohne Witz. Mann, ey, das tut mir jetzt richtig leid, dass ich das jetzt so lange übersehen habe. Echt, das ist mir jetzt richtig unangenehm. Super, super, vielen Dank für die Spende. Das ist echt super nett. Dank Zakorak, der auch schon jetzt zu Weihnachten quasi so eine großzügige Spende geleistet hat. Und dank dir sind wir jetzt auch schon übrigens beim 24-Stunden-Stream angekommen diesen Monat. Der wird wahrscheinlich wieder an Silvester stattfinden. Höchstwahrscheinlich wieder ins neue Jahr rein. Das heißt, ja, genau. Crazy Silvester-Stream. Oh mein Gott. Ah, ich freue mich ehrlich gesagt auf den nächsten 24-Stunden-Stream. Wir hatten schon lange keinen mehr und es gibt jetzt so viele Spiele, die ich schon lange mal spielen wollte und die wir jetzt in dem 24-Stunden-Stream uns anschauen können. Und das wird richtig cool, glaube ich. Genau. Danke nochmal, Ramsi. Total, habe ich total nicht mitbekommen. Ich muss meinen Laptop lauter machen, glaube ich, damit ich die Geräusche höre. Ja, tut mir wirklich, das ist mir gerade echt unangenehm, dass ich das jetzt fast eine halbe Stunde übersehen habe. Total bescheuert. Dankeschön. Musst du es machen wie es der, wie die coolen Kinder, wie die coolen Kids. Ein Monat Netflix, ein Monat Disney, ein Monat Apple. Ja, genau. Also Apple haben wir nicht. Wir haben jetzt quasi so ein bisschen geshared über Familienmitglieder hinweg, damit es nicht so teuer ist. Haben wir jetzt quasi Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Und damit ist man eigentlich mehr als versorgt. Es gibt nur zwei Sachen, die fehlen mir und der Merlin. Beziehungsweise drei Sachen. Eigentlich findet man da wirklich sehr viel von dem, was man schon lange mal wieder sehen wollte und auch neue Sachen, die interessant sind. Aber was es nirgends gibt und was ich wirklich vermisse, ist Akte X. Mensch, würde ich gerne mal wieder Akte X von vorn bis hinten gucken. Da hätte ich so Bock drauf. Gerade jetzt auch wegen dem Let's Play irgendwann Mitte dieses Jahres. Oh, Hilfe! Mit diesem Akte X-Spiel. Wo zwar Scully und Mulder leider nur so Gastauftritte haben, aber trotzdem hat das schon irgendwie sehr stark so den Akte X-Flair. Und da habe ich richtig Bock bekommen drauf. Nein, was ist denn hier los? Ich kann die Tasse nicht nehmen. Da hätte ich echt Bock drauf. Aber ja. Muss man mal schauen. Die wollte mir jetzt die Merlin schon fast zu Weihnachten schenken, die DVD-Box von Akte X, was ich cool gefunden hätte.
Aber anscheinend erscheint nächstes Jahr eine neue Akte X-DVD-Box. Sind wir im Grunde deswegen nur zufällig drauf gestoßen, wo dann alle, auch die neuen Staffeln, alles mit dabei ist. Und ja, Akte X finde ich schon ziemlich cool. Und wisst ihr, was ich auch voll Bock hätte? X-Faktor. Das Unfassbare. Ich weiß, die ist super cheesy und wahrscheinlich kann man die gar nicht mehr gucken heutzutage. Aber da hätte ich voll Bock drauf. Die würde ich mir alle wieder angucken. Alle Folgen. Das war super. Ich mag auch wirklich diese kleinen Kurzgeschichten. Da sind ja auch wirklich gute dabei. Auch wenn viel natürlich ein bisschen, ne, trashig ist, aber trotzdem finde ich super. Da habe ich jetzt mal, weil es eben X-Faktor nirgends gibt, Geschichten aus der Gruft geguckt. Das habe ich früher nie geguckt, da habe ich keinen nostalgischen Bezug dazu. Aber das war so ein bisschen die Mutter aller dieser Kurzgeschichten, Mystery-Gruselserien. Und die gab es irgendwo auf Amazon Prime oder so, glaube ich. Und verdammt nochmal, ich glaube, jeder Schauspieler, der irgendwie dann in Hollywood erfolgreich wurde, hat mal in Geschichten aus der Gruft mitgespielt. Das ist ja unglaublich. Da gibt es eine Folge mit Brad Pitt wer denn noch? Mir fällt es gerade gar nicht ein, aber in jeder zweiten Folge ist wirklich, wirklich fast in jeder zweiten oder sagen wir von mir dritten Folge ist einer dabei, der zu dem Zeitpunkt noch nicht super erfolgreich war, aber dann wurde. Es ist irre. Total cool. Auf Amazon gab es letztens noch die neuen. Ja, aber ich will ja die alten sehen. Ich will ja von vorne. X-Faktor habe ich gerade vor ein paar Wochen wieder im Fernsehen gesehen. Das hat seinen Charme nicht verloren. Wir haben jetzt auch seit langem wieder Fernsehen. Also wir hatten ganz lange gar kein Fernsehen, aber jetzt wurden wir quasi mehr oder weniger ungefragt auf Glasfaser umgestellt, was schon gut ist und passt schon, aber trotzdem. Und jetzt haben wir auch Fernsehen wieder. Und da gibt's auch irgendeinen Sender, da liefen immer, jetzt leider nicht mehr, 5 oder 4 Akte X-Folgen hintereinander nachts. Die habe ich dann öfter geguckt. Hä, warum kann ich denn den nirgends platzieren? Hat wohl nicht funktioniert. Ich muss echt sagen, wenn man so lange nicht mehr Fernsehen geguckt hat, ist das total faszinierend. Wir haben die erste Woche oder so, nachdem wir das hatten, voll viel ferngeguckt. Einfach nur, weil es irgendwie so eine bizarre andere Welt ist. Dauernd kommt Werbung. Die Werbung wird immer furchtbarer und furchtbarer. Es gab mal eine Zeit in den 2000ern, da habe ich immer das Gefühl gehabt, Werbung ist das letzte Niveauvolle, was noch im Fernsehen läuft. Teilweise haben sich halt dann die auch wirklich irgendwelche großen Regisseure für ihre Werbungen geholt und hatten Visionen und alles war so artsy. Aber mittlerweile ist die Werbung genauso trashig wie die Formate, die laufen. Teilweise. Gerade so im Nachmittagsfernsehen. Ach, es ist herrlich. Aber wie gesagt, dann gibt es auch coole Sender, die einfach mal 5 Folgen Retro-Akte X raushauen. Voll genial, was will man mehr? Irgendwie, weißt du was, Tasse, du kannst mich jetzt weg. Weg mit dir. So, haben wir jetzt alles oder habe ich noch irgendwo Besteck liegen lassen? Ich glaube nicht. Dann werde ich jetzt mal schnell speichern. Ach ja. Das ist dann ja die Law and Order, wo es auch fast jeden TV- und Filmstar eine Nebenrolle. Ach so, in Law and Order war das auch so. Ah ja. Nee, ich glaube, das war nicht ProSieben Max, der Sender. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Der ist bei uns irgendwie ganz hinten einprogrammiert gewesen. Da gibt's 5, die gleich heißen. Die sind durchnummeriert. Ich kann es echt nicht mehr sagen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall faszinierend. So, jetzt schauen wir uns mal an, ob jetzt hier... Wie lange haben wir das jetzt gemacht? Eine Stunde. Gut eine Stunde. Ob das was gebracht hat. Ich mach schöne, langsame, stilvolle Kamerafahrten. Jetzt bräuchten wir Musik. Dammit. Wartet mal. Nee. Audio. Irgendwie läuft in der Vault gar keine Spielmusik, ne? Gar keine Ingame-Musik. Ich schätze mal, oder?
Ich schätze jetzt einfach mal, dass Radio Freedom relativ lizenzfrei sein dürfte, denke ich mal. Schauen wir mal. Hier in Ward 88 ist die Welt noch in Ordnung. Hier wird Sugar Bombs noch so zubereitet, wie es schon damals von Oma Agathy zubereitet wurde. Und das ist auch gut so. Wir lagern unsere Steaks noch auf dem Kopf. Braucht jemand Hilfe bei irgendwas? Lassen Sie sich nicht von unseren bewaffneten Wachen abschrecken. Die sind nur zu Ihrer Sicherheit da. Die hier in Vault 88 gewährleistet ist. Die Auswahl an Nuka-Cola kann sich sehen lassen. Und auch das Gemüse ist immer frisch aus nicht radioaktiven Böden gepflückt. Genießen Sie die Aussicht hier in der Kantine von Vault 88, wo die Schüsseln noch ohne Boden ausgeliefert werden. Ja, ist schon ganz nett, oder? Ist schon ganz hübsch geworden. Das macht schon was aus, dass jetzt die Tische nicht mehr leer sind. Jetzt bräuchte man so ein Vorher-Nachher. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, Merlin und ich haben ja jetzt irgendwo auf, weiß ich jetzt gar nicht, auf welchem Streaming-Portal, aber da haben wir Star Trek geguckt. Und zwar alles, alles von Star Trek. Wir haben angefangen mit Kirk, haben uns über Picard, über Deep Space Nine zu Voyager vorgearbeitet, haben dann Enterprise noch geguckt und so weiter und so fort. Wir haben alles geguckt. Und es war total cool. Nur die Filme gibt es leider nirgends. Aber die Filme würde ich auch gerne noch mit der Marilyn angucken. Gerade so, gerade die Picard-Filme. Aber ich meine auch einige von den Kirk-Filmen. Aber gerade der erste Kontakt oder so, den muss man eigentlich gesehen haben, finde ich. Das müssen wir noch irgendwann nachholen. Und jetzt eben auch Discovery und Picard. Die halt beide, ich meine, ich finde die beide nicht super scheiße oder so, aber Star Trek-Serien sind das halt irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Picard ist eine Mass Effect-Serie, ehrlich gesagt. Die klauen wirklich den Plot von Mass Effect 1. Es ist wirklich so cool. Also ich finde es ja ein bisschen lustig und ein bisschen bekloppt, aber die klauen ja wirklich den Plot von Mass Effect 1 fast Ich bin 1 froh, zu sicher hier an 1 Bord zu in der sein. Serie Picard. Das ist total crazy. Uralte Artefakte, die seltsame Visionen erzeugen vom Untergang des Universums. Eine uralte mechanische Roboterrasse, die irgendwo in der Entfernung wartet, bis quasi das Signal kommt und dann kommen sie, um alles organische Leben zu zerstören. Und ein einsamer Held, der quasi Was? Rogue abseits von seiner interplanetaren Zusammenschluss mit einem eigenen geklauten Schiff durch die Galaxie reist, um das alles zu verhindern. Von was habe ich jetzt gerade geredet? Mass Effect 1 oder der ersten Staffel von Picard? Man weiß es nicht. Trifft auf beides perfekt zu. Ach ja. Das ist schon lustig. Ja, ich war von Picard auch enttäuscht, leider. Wie gesagt, so neutral betrachtet würde ich sagen, es ist keine katastrophal schlechte Serie. Aber für eine Star Trek-Serie mit Jean-Luc Picard, ah, come on, ist das schon schade. Da hätte man mehr draus machen können. Ich bin gespannt auf Strange New Worlds, heißt die, glaube ich. Ist jetzt wieder eine Star Trek-Serie, weil aktuell gibt es ja nur fünf oder so, die in Arbeit sind oder die kommen. Die Staubsauger. Jetzt geht er auf die Station. Jetzt wird er gleich abgesaugt. Das wird super laut. Die quasi mit Captain Pike und dem jungen Spock und so weiter. Die Enterprise vor Kirk. Da bin ich gespannt drauf. Ich meine, ich habe Star Trek noch nicht aufgegeben. Die kriegen das schon noch hin, eine gute Star Trek-Serie zu machen. Und ich meine, komm, jetzt fliegen die mit der Enterprise und erkunden Strange New Worlds und so. Und Spock ist auch wieder dabei. Das muss doch jetzt mal gut werden. Das gibt's doch nicht.
Okay, die Kantine erkläre ich hiermit für eröffnet. So, der Staubsauger ist auch entleert. Ich finde die Story von Picard total bescheiden, optisch ganz okay, aber besonders das Ende absolut scheiße. Ja, wie gesagt, ich bin auch wirklich nicht. Am Anfang, die ersten zwei, drei Folgen, dachte ich mir noch, okay, das könnte was werden mit Picard. Aber naja, naja, nichts für mich. Nicht mein Star Trek, das ich mir gewünscht hätte. Oh, hier liegt noch ein einsames Messer liegt hier noch rum. Verdammt. Ich wusste, dass ich die übersehe. Die sind winzig und jetzt kann ich sie auch nicht mehr nehmen. Komm schon, Messer. Nein, ich hatte doch das Messer angewählt. Staubsauger. Jetzt will er im Wohnzimmer saugen. Ich sitze nämlich gerade, deswegen ist auch die Kamera nicht an. Weil im Grunde ist schon total Weihnachten dekoriert hier. Ich muss aber am Kabel hängen. Am Antennenkabel, damit die Verbindung für die Streams gut ist. Über WLAN geht das nicht. Und es ist hier total alles behelfsmäßig. Überall Kabel. Ich muss jetzt auch schnell mein Tablet holen. Ich muss jetzt wirklich, machen wir ganz kurz Pause. Ich muss schnell mein Tablet holen und den Staubsauger ausmachen, weil der zieht sonst hier die LAN-Kabel raus und so. Das geht nicht. Ich bin sofort wieder da. Eine Minute. So, Moment. Jetzt beenden bitte Staubsauger. Okay, ich glaube, jetzt müsste es passen. Der ist echt cool eigentlich. Genau. Der ist wirklich praktisch. Dadurch, dass die Merlin eine recht starke Hausstauballergie hat, musste halt einfach täglich ein-, zweimal fahren. Und wir mussten halt früher, oder ich vor allem halt, musste halt früher wirklich täglich durchsaugen, weil anders hat sie es halt einfach nicht ausgehalten. Und da ist schon, die Investition war es schon wert. Ist zwar super teuer, wenn man da einen anständigen will, aber das musste sein. Naja. Ja, das wäre super gewesen, Desert Railgun. Wenn die ganze Serie, wirklich, die haben ja eh Cameo-Auftritte von der ganzen Next Generation-Besatzung oder von einigen, leider, ein paar vermisse ich ja. Da hätten sie einfach die ganze Serie so machen sollen. Wen interessieren die neuen Charaktere, oder? Niemand. Niemand interessiert sich für die neuen Picard-Charaktere. Einfach die alte Crew wieder zusammen. Das wäre viel besser gewesen. Stellt euch vor, Picard, aus irgendeinem Grund, ist mir auch egal welcher Grund, sammelt seine alte Crew wieder zusammen. Und die ganze erste Staffel besteht im Grunde nur draus, dass er eben zu Riker fliegt und sagt, Riker, Bedrohung, wir müssen wieder los. Und dann packt er seine Uniform aus, die ihm gar nicht mehr passt. Und dann geht's los. Und dann kommen sie in der nächsten Folge zu Worf und so weiter. Perfekt, perfekte erste Staffel. Mehr braucht's gar nicht. Die Borg sind wieder da. Ist auch ganz egal, warum oder woher. Los geht's. Super. Naja, so einfach hätte es sein können. Was dir gefällt, Next Generation nicht. Next Generation ist doch unbestritten die mit Abstand beste Star Trek-Serie im Universum. Finde ich wirklich. Die gefällt mir schon am allerbesten. Deep Space Nine finde ich auch gut. Finde ich auch sogar sehr gut. Ich glaube, die kommt bei mir sogar an zweiter Stelle wahrscheinlich. Aber Next Generation ist schon...
Next Generation ist für mich Star Trek. So, was machen wir jetzt? Ich wollte doch eigentlich das Atrium schöner machen, weil irgendwie passt mir das noch nicht. Irgendwie bin ich einfach noch nicht glücklich damit. Dieser Baum hier ist schon nett, aber irgendwie ist hier alles noch ein bisschen zu klein und zu wenig. Sollen wir vielleicht... Ich habe halt auch keine Ideen, ehrlich gesagt, wie man das hier noch schöner machen könnte. Was könnte man hier noch bauen, damit es ein bisschen voller, ein bisschen schöner und wohnlicher und toller aussieht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal beim OC Decorator einfach so ein bisschen unsere Möglichkeiten durch. Betten brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber Sitzgelegenheiten. Warum nicht ein paar Sessel, ein paar Sofas, eine Parkbank? Ja, ganz genau, Parkbänke. Ist ja auch ein schöner. Einfach ein paar schöne Parkbänke hier hin. Warum nicht? Ich glaube, das hilft schon. Oh, oder so Marmor. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, zu dem Stil, den ich jetzt hier auch mit dem weißen Lattenzaun gewählt habe. Ich hasse den Sohn des Doc und Data. Also bei den Crushers sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Sowohl die Mutter, die Ärztin, als auch vor allem der Sohn. Aber der ist ja quasi ein Meme. Den hassen alle. Der Arme. Die sind super nervig. Aber Data ist doch wohl der beste Charakter überhaupt. Also wirklich. Schlimm, schlimm. Ich meine, die wären schon schön, diese Marmorbänke. Aber wirklich, ich finde zu dem Stil, den wir da haben, aber das gefällt mir nicht. Ich meine, so grundsätzlich in die Richtung finde ich das schon gut. Aber so wie es jetzt ist, gefällt es mir nicht. Vielleicht zwei Bänke nebeneinander lieber. Versuchen wir das mal. Ich versuche das mal hier ein bisschen schön zu arrangieren. Dann schauen wir mal, ob das vielleicht besser ist. Die Enterprise-Serie, die dann kam mit Captain Archer und sowas, die vor allem spielt, die hatte ich ehrlich gesagt noch in Erinnerung von wegen so, ja, die ist ganz nett, die hat ein paar coole Folgen. Aber jetzt beim nochmal anschauen, fand ich die irgendwie ganz langweilig. Ganz blöd, ganz furchtbar. Die hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Und Voyager hat, finde ich, einfach ein paar Folgen und ein paar Figuren, die finde ich so furchtbar. Ein paar Folgen finde ich aber auch wieder echt gut. Vor allem, und ihr wisst ja, da reagiere ich besonders allergisch drauf. Da bin ich einfach so ein Nerd einfach, was das angeht. Vor allem bricht Voyager ein-, zweimal, ich glaube wirklich nicht öfter, aber das reicht schon für mich, ein-, zweimal mit Star Trek Canon. Die schreiben plötzlich Regeln um und behaupten plötzlich Sachen, die überhaupt nicht stimmen. Und da ist für mich Schluss mit lustig. Das geht zu weit. Man kann nicht einfach behaupten, dass man, wenn man schneller als Warp 9,9 fliegt, zu komischen Amphibien wird. Weil in Next Generation machen die das dauernd. Und ich glaube sogar schon in der Originalserie einmal. Ja, stimmt, in der Originalserie ist das nicht mal problematisch. Gerade in der ersten Staffel fliegen die gerne mal schneller als Warp 9,9 oder schneller als Warp 10. Was soll denn das überhaupt? Da flippe ich aus. Also wirklich. Und dann eben diese ganze Story, dass dann irgendwie die Evolution beschleunigt wird. Nicht mal rückgängig gemacht, sondern beschleunigt wird. Und deswegen werden die dann zu komischen Amphibien. Da hat der Autor von einer Science-Fiction-Serie nicht mal die Grundprinzipien von Evolution verstanden. Da flippt dann wieder der kleine Biologiestudent in mir aus. Furchtbar. Furchtbare Folge. Schlimmste Star Trek-Folge ever. Na gut. Voyager hätte da echt Potenzial gehabt mit diesem im Delta-Quadranten gestrandet sein. Das ist ja grundsätzlich, finde ich, ein nettes Szenario, dass man auch wirklich so ein bisschen sein eigenes... Ich meine, ähnlich wie auch Mass Effect Andromeda hätte da auch super viel Potenzial gehabt, das leider nicht wirklich genutzt wurde.
Aber im Endeffekt könnte man da oder hätte man da viel draus machen können. Vor allem passt halt, finde ich, zu dieser Voyager-Story nicht, dass halt in jeder Folge im Grunde, in der Regel zumindest, die Ereignisse von der vorherigen Folge resettet werden. Die Voyager startet immer wieder bei Null. Und da hätte man so viel rausholen können, wenn die dann wirklich sich, ähnlich wie es dann Enterprise in einer Staffel macht, wenn die sich halt da wirklich durchkämpfen müssen und dann auch Schäden entstehen, die permanent sind, die bleiben, aber dafür auch neue Technologien gewonnen werden, die eben auch da, also bleiben. Die Voyager verändert sich halt, ne? Die macht eine Entwicklung durch, sowohl die Crew als auch das Schiff an sich. Das wäre cool gewesen, finde ich. Zumindest hätte, das wäre, finde ich, potenzialreich gewesen. Potenzialreich? Na, warum nicht? Nehme ich. Vorhänge. Außen? Weiß ich nicht, aber Vorhänge sind grundsätzlich an manchen Fenstern wahrscheinlich eine schöne Idee. Nur hier ist es, glaube ich, schwierig. Mensch, kannst du mal. Hallo? Dankeschön. Bitte 3 Schritte zurücktreten, NPC. Oh, fancy pantsy. Hallo, The Cludo, wie geht's? Na dann nicht. Ist das schon wieder? Ich schaue zurzeit zu wenig in den Chat. Sorry. Die gehen leider nicht. Schade, schade. Dann vielleicht doch die, weil die sind wenigstens nicht so stur. Ah, hier. Ah, doch. Weil zur Not könnte ich die ja auch wieder mit dem Glitchy glitchen. Aber wenn ich die nicht mit Glitchy glitch glitche, dann hängen die halt wenigstens auf der gleichen Höhe. Und das ist hilfreich. So, da. Und? Sieht ein bisschen aus wie so ein alter Duschvorhang irgendwie. Ich weiß nicht, ob es das jetzt hier wohnlicher macht oder nicht, aber ich lasse es jetzt mal. Aber die roten Vorhänge, die haben was. Ich würde die gern irgendwo hinbauen, aber die sind ein bisschen, die müssen wir vielleicht ein bisschen mit unserem, müssen wir mit unserem Stempel nachhelfen. Man könnte die sogar vor gewisse Eingänge hängen. Einhängegängen. Ja, aber zu welchem Begleiter würde das passen? Zu welchem Begleiter würde das passen? Hancock? Nee, wobei Memory Den ist ja in Dingsy Bumsy in Hancocks Stadt. Aber trotzdem weiß ich nicht genau. Kate? Nee. Nee, Piper und Dingsy auch nicht. Minuteman Boy. Cotsworth Boy. Doggo Boy? Nee. Die passen zu niemanden so richtig, oder? Schade. Dann. Wer wohnt denn hier eigentlich? Ich glaube, du wohnst hier nicht. Ich weiß nicht, wer hier wohnt. Ich hab's vergessen. Es ist zu lange her. Ist auch so ein bisschen generisch eingerichtet. Eine Werkbank. Ja, gut, keine Ahnung. Sean vielleicht. Sean eventuell. Sean! Keine Ahnung. Im Monolog-Modus. Nee, nee, das glaube ich nicht. Es ist nicht das, also. Aber trotzdem, wenn ich halt hier so Let's Build mache, wo das Spiel mir einfach nichts gibt, mit dem ich arbeiten kann, habe ich nichts außer euch im Chat und die Monologe. Deswegen, und wenn ich dann mal so am Monologisieren bin. Naja, ich finde die Idee nicht schlecht mit dem Vorhängen, aber mir fällt gerade nicht ein, wo man die sinnvoll hinhängen könnte. Also lasse ich es mal. Konzentrieren wir uns weiter hier auf die Haupthalle. Die wollte ich ein bisschen schöner machen. Ein paar Werbeplakate vielleicht, ein paar Hinweise, ja, meinetwegen. Aber es ist irgendwie, na, da fehlt mir so ein bisschen aktuell der kreative Funke, die Idee. Irgendwie bin ich einfach nicht glücklich. Aber ich weiß nicht warum. Jetzt bräuchte ich. Wie heißen die mit diesen Sendungen, die dann immer kommen und die ganze Wohnung renovieren? So jemanden bräuchte ich jetzt, nur virtuell.
wieder in meine Vault hier dekorieren. Zumindest so den Hauptteil hier. Und dann mich mit verbundenen Augen reinführen und dann mit, muss ich weinen oder so. So jemanden bräuchte ich jetzt. Walty McBillington. Nenne ich den dann. Du kannst die Betten zuweisen, dann geht jeder in sein Zimmer. Ja, genau, stimmt. Das wollte ich ja ursprünglich sogar noch machen. Zumindest bei den Begleitern wäre das wirklich eine gute Idee, dass ich den Begleitern ihre Zimmer, ihre Betten auch wirklich zuweise. Damit die zumindest zum Schlafen da reingehen, wo sie hingehören. Das stimmt. Das machen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Kann ich eigentlich auch zum Beispiel Cotsworth hier im Bett zuweisen? Ich meine, der... Ha, Cotsworth ist schon ziemlich krass mit zwei Laser Gatlings. Ich glaube, für so einen gewöhnlichen, normalen Ödlandbewohner, der nicht gerade der Protagonist ist, ist so ein Mr. Handy allein schon ein ziemlich gefährliches Gerät. Aber holy shit, Cotsworth. Der erobert die NCR alleine. Wenn er will. Die Bruderschaft kann gleich einpacken. Ach, Cotsworth hat ja gar kein Bett. Natürlich, warum denn auch? Warum sollte ich dem auch ein Bett in sein Zimmer stellen? Macht gar keinen Sinn. Na gut, Cotsworth, du kannst weiterhin machen, was du willst. Aber gut. Eltern. Was? Nee, Eltern meine ich nicht. Merlin. Nee, ich bin eher der gestalterisch Begabte bei uns. Die Place Everywhere Mod wird sich auf jeden Fall noch anbieten. Ja, ja, habe ich natürlich jetzt. Da habe ich ganz lange rumgebastelt, dass ich auf der PS4 jetzt den Place Anywhere Mod, die ganzen OC Decorator Mods und auch den Unlock Settlement Objects Mod parallel zum Laufen kriegt. Das war gar nicht so leicht. Aber jetzt kann ich eben mit Place Anywhere auch hier. Aber du darfst nicht vergessen, dass das auf der PS4 ist. Da ist der Place Anywhere Mod ein bisschen umständlicher und schwieriger als auf dem PC. Da geht das nicht ganz so leicht, leider. Oder auf der Xbox. Eine Roboterwerkbank. Hm. Hier in die Haupthalle. Eher so technisches Zeug. Ich hätte es jetzt eher gerne so ein bisschen mit Freizeitaktivitäten dekoriert. Aber theoretisch... Vielleicht auch ein bisschen maschineller alles. Warum nicht? Das ist vielleicht gar keine blöde Idee. Vielleicht auch so ein paar Generatoren. Einfach so ein bisschen mehr Techno-Kram. Also das ist alles ein bisschen groß. Und die kleinen Generatoren sind hässlich. Aber das wäre auf jeden Fall eine Richtung, in die man noch denken könnte. Das stimmt. Das stimmt. Die Fans brauchen wir nicht unbedingt. Stores Crafting. Ja, genau. Warum nicht ein paar Werkbänke? Ich meine wirklich, warum nicht? Das sorgt für ein bisschen mehr... ein bisschen Abwechslung. Das ist eine Chemistry-Werkbank durch die Mods. Das ist, finde ich, lustig. Warum nicht hier so ein kleines Waschbecken ins Eck? Damit es einfach ein bisschen voller wird. Und dann kann man die wiederum alle mit Kleinkram und Klimbims dekorieren. Gut, so eine Kochstation würde ich jetzt hier eher nicht machen. Laundry. Auch Laundry würde ich jetzt hier nicht machen. Aber warum nicht einfach so einen Paintmixer irgendwo hinstellen? Ist halt irgend so ein Vault-Gerät. Schwer zu sagen.